Nee, aber liebe Grüße an alle, die da mitgemacht haben, aber es geht besser. In Grund und Boden zerstört und dann liebe Grüße ausrichten. Schön, Tino. Ja, es ist schon dunkel draußen. Es ist übelst dunkel. Bald kommt die Zeit, da ist es noch dunkel und ich will mich jetzt schon erschießen, Alter. Wah! Machst du etwa gerade Black Daying? Ich mach Black Daying, ja. Das darf man aber nicht. Ich schwärz jemanden an. Willst du etwa schwarz Himmel. Fahren? Bezieht sich das auf diese News? Ist die legit? Weil ich wurde nur... Ach, wir sind ja mitten im Thema. Oh, wir sind jetzt so krass, schon. Alter. Das war ein Cold Opener. What? Hallo, Leute. Direkt ins Face. Willkommen bei Brennpunkt Internet 85, glaube ich. 85, tatsächlich. Holy shit. Fast so alt wie irgendein alter Mensch. Krass. Ja. Wow. Nicht mehr weit bis zur 100, dachte ich mir auch letztens. Das muss was Riesiges werden. Das wird was richtig Riesiges, Alter. Da packen wir richtig... Wow. Live-Publikum oder wenn man es darf. Ich glaube, das wird in die zweite Welle ganz tief reinfallen. Mhm. Ich glaube, Live-Publikum also wird dann eher ein Death-Publikum. Ja, wahrscheinlich. Ist schlecht, ist sehr schlecht. Wieder von zu Hause irgendwie mit Mikrofon. Mit Discord. Wir holen Herr Rudes mal wieder rein. Ja, gerne. Der ist immer willkommen. Ja, hast du mal beobachtet, was so coronamäßig abgeht in Spanien, in Frankreich, immer mehr England, Länder werden wieder zu Risikogebieten ernannt. Luxemburg und so, Frankreich. Also Frankreich hat eine doppelt so hohe Peakstelle gerade wie im März zum letzten Risiko. Also und da gab es Lockdown. Ja. Aber egal, wir sind ja hier völlig... Was ist denn hier los, Tino? Mitten in den Themen. Geht direkt rein. Das ist ja wirklich... Also so muss sich Vergewaltigung anfühlen, weißt du? Man weiß gar nicht, steckt irgendwie mittendrin. Alle machen einfach, ohne dass man will. Man wollte eigentlich das ein bisschen vorbereitet, ein bisschen und vorgedehnt. Und du weißt gar nicht, was passiert. Ja, unangenehm. Triggerwarnung übrigens, Leute. Wir machen hier richtig geschmackvolle Parabeln, Metaphern, Vergleiche und Witze, die eigentlich schon gar nicht mehr gehen. Und wir sind Brennpunkt Internet. Mit Robin Nostravimus. Mhm. Und Tino Anrancher. So ist es. Mhm. Wir müssen echt mega aufpassen, ja. Es werden gerade so viele Podcasts und Sachen gecancelt. Aktuell ist ja Sedas und Mundschuh das große Opfer, ehemaliger Parteikanzlerkandidat, den ich persönlich auch kennenlernen durfte und auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Es sind gerade Opfer genannt. Habe ich das gemacht? Mhm. Ja, Opfer. Er ist ein Opfer, Serda! Ist aber rassistisch, wenn du so einen Migrationshintergründigen als Opfer bezeichnest. Das ist dann schon wieder... Der ist doch deutsch, oder? Du ersteigerst ihn dann, diesen Menschen. Nein, du steigerst damit die Wirkung von Stereotypen. Aha. Und deswegen werde ich dich jetzt löschen. Na toll. Und dann? Wer kommt dann hierher? Dann für die Frauenquote kommt hier Lady Di her. Die grabe ich dann aus und setze hier neben mich. Die ironischerweise auch Lady Di hieß, was ich... Naja. Ja, Sedas und Mundschuh. Also, der hat wohl in einem Podcast Sachen... Das hat das N-Wort gesagt, was wir auch schon gesagt haben. Was ich... Wo ich jetzt das sagen muss... Das muss jemand anderes gewesen sein. Das war bestimmt auch Herodes. Oder MCM, als er mal zu Gast war. Oder die Lester-Schwestern waren das und gar nicht wir. Jedenfalls, das N-Wort ist oft gefallen und er sagte wohl, solange es nicht verboten ist, sage ich es. Und hat noch andere sexistische Witze gemacht und über Frauen. Und da gab es jetzt wieder einen riesigen Shitstorm und Cancel-Stürmchen und ganz viele Serien die auch und Filme, die unter Beschuss genommen worden sind. Scrubs hat wohl in ihrer Online-Mediathek sämtliche Folgen gelöscht und so weiter. Eine Folge mit Blackfacing. Ich glaube, drei Folgen sind betroffen gewesen von Scrubs. Also es gab, glaube ich, eine Folge mit Blackfacing und da ist es eigentlich eher so joke-mäßig gewesen. Und da gibt es einen guten Beitrag von Valulis tatsächlich, den ich ja relativ cool finde. Wurde mir auch geschickt. Ich kann an dieser Stelle nochmal betonen, ich werde nicht müde, das zu sagen, diese ganzen Influencer-Leute, das Scheiße, das ist alles, ich habe noch nie so unsexy Namen gehört. Mag sein, dass das sein wirklicher Nachname ist. Valulis. Dann sollte man sich an dieser Stelle vielleicht lieber erschießen und die Sendung irgendwie anders nennen. Denn Valulis, Pizmeat, auch Waititi, das sind für mich alles so richtig ungeile Namen. Jetzt immer anders als zum Beispiel Brennpunkt Internet. Das geht einfach runter wie Öl, Alter. Aber runter wie Penis. Das klingt so wie Penis. Nee, es klingt einfach scheiße. Pizmeat. Alleine Smeat, das ist einfach, das sagt man im Deutschen nicht. Da verknotet sich deine Zunge. Da ist Fleisch die rollt mit drin. Sich hoch. Ja, da ist Fleisch mit drin. Ich möchte kotzen. Wirklich.
Das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort für den nächsten Brennpunkt-Hörerwunsch. Da geht es viel um Dinge, über die wir gerne abkotzen. Oh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Einfach nee, mal alles rauszulassen. Ja, das stimmt natürlich. Aha, ist etwa die Todsünde Hass eine gute, Tino? Keine gute, aber eine, die vorhanden ist. Okay. Man kann ja auch sich aufregen über Sachen, die man nicht hasst. Also, Valulis. Valulis, genau. Den hasse ich nicht, aber ich reg mich trotzdem drüber auf, weil wie kann man nur eine Sendung so scheiße nennen? Das stimmt, das kann man ihm vorwerfen, mit Recht. Warum kann nicht irgendeine Mutter oder Vater irgendjemanden heiraten, der Müller heißt? Das wäre aber auch langweilig. Müller. Ja. Ja, die Sendung muss halt nicht so heißen. Warum muss man eine Sendung so nennen wie den Typen? Wenn man ein großes Ego hat oder ein kleines Ego hat, ja, was man vergrößern will. Der Fakt ist, ich habe die Sendung auch gesehen, also diesen Ausschnitt, der wurde mir auch zugetragen von nicht dir, sondern vom lieben Freizeitkollegen. Aber ich überlegte es, dir zu schicken. Ich überlegte es. Was ist denn eigentlich das Gegenteil von vielen Dank? Vielen. Ja. Vielen Hass. Ja, nicht ganz. Das ist zu Undank. Stark. Vielen Undank. Vielen Undank an dieser Stelle an Freizeitguru, dass ich mir jetzt nochmal anhören musste, wie scheiße man sich nennen kann. Ja, Valulis Pietsmiet. Ja, war ein okayer Beitrag. Mhm. Ging mir an ein paar Stellen wieder zu weit. Kann man sich angucken. Wir müssen den jetzt vielleicht nicht komplett Revue passieren. Nee, gar nicht. Er hat aber auch abgewogen, so, wo hört's auf, wo fängt's an? Und so muss man jetzt Szenen löschen. Ist auch nicht richtig. Also aus dem alten Otto-Film, wo er das N-Wort sagt und das so ein bisschen vorführt. Und so. Ich sag ja auch, man soll solche Sachen gar nicht löschen oder irgendwie umschreiben, sondern lieber kommentieren. Ja. Und da lassen. So, also einen sehr guten Punkt hat er auf jeden Fall gemacht. Da würde ich sagen, das unterscheidet einen guten Witz von einem schlechten Witz. Zum Beispiel. Intention. Ja, also Ziel und Thema wurde da unterschieden. Auch am Beispiel, also ursprünglich gesagt von, wie heißt er? Bulli Herbig. Nein. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Lügen macht erfinderisch. Fuck, wie heißt er denn, Mann? Ein Comedian, Mann. Ein britischer Comedian. Der ist selbst in GTA 4 drin, Mann. Da macht er Witze über AIDS und der Schwule hat einen Affen gefickt und sowas. Ah, doch, ich weiß, was du meinst. Ricky Gervais. Genau. Ja. Ricky Gervais. Hört man gar nicht, dass man das... Aber geiler Typ auf jeden Fall. Und der hat halt gesagt, man muss da verwechseln, darf das nicht verwechseln, was Ziel und Thema ist. Auch am Beispiel von Otto, was wir schon ausgeführt haben, wenn da irgendwie gesagt wird, hier, guck mal, kauf den Neger, haha. Und sich aber eigentlich über die Frau lustig gemacht wird, die das für bare Münze nimmt und die einen Sklaven kaufen will. Hm. Etwas Unmoralisches, nur weil es erlaubt ist. Egal. So, das nochmal als kurze Zusammenfassung. Aber... Vielleicht muss ich auch einfach mich da ein klein wenig verteidigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Stream einen Akzent bekomme, ja, so. Den indischen zum Beispiel. Dann muss ich so reden, okay? Ja. So, dann finde ich das Quatsch zu sagen, dass das Diskriminierung ist. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht ist es in dem Sinne auch nicht mal ein Witz. Es ist halt einfach witzig, die Stimme zu verstellen. Und ob, ob ich jetzt Goofy nachmache oder Donald Duck irgendeinen Scheiß mache. Ob ich französischen Akzent nehme. Ja, okay, das sind auch wie wir Europäer. Aber ich unrassistischer Mensch, ja, unterscheide nicht zwischen Französisch und Indisch in Scheißigkeit, sondern ich unterscheide Akzente in, wie geil finde ich, klingen die. Und ich finde, das Indische klingt sehr, sehr geil. Es ist natürlich übertrieben. Nicht jeder Inder redet so. Wahrscheinlich redet kein Inder genauso wie ich da, aber so. Ja, da geht es halt auch so ein bisschen um strukturellen Rassismus, dass Franzosen ja noch nicht diskriminiert werden oder weiße Deutsche. Ja, was ist denn mit nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten und solchen Sprüchen? Das gibt's auch. Ja, ja, aber so vor allem dieses... Die so Froschfresser. Aber gerade so indische Menschen... Ich werde jetzt die ganze Sendung Franzosen beleidigen, die sind nämlich alle, die haben alle so weiß-schwarz gestreifte Kleidung an, die sind übelst unfertig. Haben so Schnauzbärte. Und sind in so Glaskästen gefangen, genau. Die sind richtig dumm und fressen den ganzen Tag nur Baguette und haben so ein Schnurrbart, Alter, und schieben sich ein Eiffeltor mit den Arsch. Und haben alle Corona, baden, die Spackos. Baden in Rotwein und so. Ja, ekelhaft. Fressen nur Schnecken, Alter, und sterben an der Normandie. Also geht auch darum, dass Sachen, die auch technisch rassistisch sind, weißt du, sowas wie den indischen Akzent nachzumachen, den machst du ja nach, weil es lustig klingt, weil ein Inder nicht hinbekommt, klar Deutsch zu sprechen, deswegen macht man sich nur über die Sache lustig, dass er so komisch spricht, das macht's witzig, das ist technisch gesehen Rassismus, aber es ist technisch gesehen Rassismus, ob das jetzt wirklich böse gemeint ist,
Das ist die andere Frage. Aber technisch gesehen bleibt es Rassismus. Na, aber es ist doch kein Rassismus, wenn ich Französisch rede. Ich bin aus Frankreich und ich hasse alles, weil ich bin Franzose, ich bin dumm. Vielleicht auch das technisch gesehen, ich weiß nein, es nicht genau. Nein, nein, nein. Das weiß ich das nicht kann genau. Erstmal Rassismus ist doch, wir hatten das doch irgendwie, ach, ist egal. Egal. So, wir sind doch alle kaukasisch hier, so weitestgehend. Ne? Gerne. Wenn man kaukasisch als Rasse sieht, können wir erstmal da nicht, also das würde ich als Unterschied akzeptieren, dass man vielleicht Richtung Franzose nicht rassistisch sein kann, weil wir weiß sind, so. Ja. Alle beide. Und es so. Gegen Weiße kann... Nur, dass ich halt ein guter Arier bin, ja, und die Franzosen mit dem Froschschenkel in der einen Fresse und mit der Schnecke in der anderen, schlechtere Menschen einfach als ich. Also, das kann man halt als Unterschied schon merken. So, aber mir ist es ja in dem Moment völlig egal, wenn es mir wirklich nur um die Sprache geht, ob der, weil der ein scheiß Franzose ist, nicht richtig sprechen kann. Es geht ja nicht mal ums richtig sprechen. Es klingt halt einfach cool so. Hm. So. Normal reden ist halt langweilig. Meistens, so. Ja. Ich glaube noch am ehesten rassistisch wäre halt, wenn man irgendwie, also ich kenne halt ein paar so asiatische Parodien und da geht es halt wirklich krass darum, ja, ich kann gar nicht reden. Ich mache es ja, jetzt ich weiß, so, dass halt wirklich gar kein richtiger Satz zustande kommt irgendwie. Mhm. So, aber ich rede ja als Dickshit, also als Inder, rede ich ja eigentlich komplett normal. Nur halt mit diesem kleinen bisschen Dickshit. Der heißt so. Ich habe einen kennengelernt, der heißt Dickshit. Kein X. Rassismus. Nein, Dickshit. Der hieß ganz einfach Dickshit. Lustig. Okay. D-I-X-X-I-T-H. Dickshit. Lustig. Dickshit. Okay, das Richtig ist witzig. Ja. So. Das ist genauso witzig wie Axel Fick. Ist ja auch witzig. Ist absolut witzig. Was nicht witzig ist, sind scheiß Franzosen. Die können nämlich gar nichts. Ja. Lass mir mal so stehen. kennst du einen guten Comedian aus Frankreich? Fällt dir nichts ein, ne? Doch, François irgendwas. Ah, François Jean-Papis, na klar. nee, es gibt der von Ulle Vaucouché hier, ne? Genau, der, ja. Der vom Eiffelturm. Nee, es gibt da einen vom, ich weiß gar nicht, wo der her ist. Ich habe den mal bei Extra 3 gesehen. Der hatte immer so eine komische Jacke an, so eine orangene und spricht immer so monoton. Das ist ja super witzig. Ja. Ich weiß es auch nicht, aber die gibt es. Es gibt... Nur kleiner Disclaimer jetzt außerhalb meines Monologs. Es gibt natürlich gute Franzosen. Ja? Jeder tote Franzose ist ein guter. Nein, ihr wisst doch, wie ich es meine. Es ist doch überspitzt, Mann. Ich will es doch nur einfach mal darstellen. Es ist doch völlig egal, ob der Franzose ist oder Inder, Mann. Wenn der Inder in Frankreich wohnen würde und weiß wer und genauso reden würde, würde ich den auch lustig finden, wie der redet. Oder halt unterhaltend. Ich würde nicht mal lustig sagen, sondern halt... exotisch, was weiß ich. Französischer Akzent ist für mich auch exotisch und das ist fucking Nachbarland von uns. Da ist mir egal, ob die weiße Haut haben oder schwarze Haut. Und in Frankreich haben viele schwarze Haut. Ja, schon. Die haben mehr Menschen, die so aussehen. So, und deswegen nehme ich alles zurück, was ich gegen Frankreich gesagt habe. Aber apropos, bevor ich hergefahren bin, habe ich noch gesehen, dass es einen Messerangriff in Paris gab. Wie bist du jetzt von schwarzer Haut auf Messerangriff? Nein, von Frankreich Ach so. Auf Paris. Aha, ist es etwa so, dass man auch fremdbestimmten Rassismus irgendwo reindeuten kann, Tino? Habe ich das gerade? Nein, das hast du gerade getan. Ja, eben, aber das machen doch viele. Ich war im Kopf noch in Frankreich. Wenn Leute in meinen Stream kommen und sagen, so ein Rassist, der macht gerade indischen Akzent und ich liebe Inder, ja, dann ist das von denen in mich reinprojiziert. Vielleicht mögen die Leute ja selber die Inder nicht. Das ist möglich. So, wissen wir Fremdempörung. Nicht. Geht alle scheißen. Geht nach Frankreich, wenn ihr euch empören wollt. Das war auch so ein Spruch, der in dem Video vorkam von Valulis. Nur weil du dich angegriffen fühlst, hast du nicht automatisch recht. Ja. Ich kann mich wegen jedem Scheiß angesprochen. Wenn jemand reinkommt und sagt, oh, hier stinkt's nach Forz. Ich habe gerade geforzt. Also jetzt kann ich gerade irgendwie riechen. Das geht nicht mehr. Aber in der Zeit, in der ich nicht riechen konnte, kommt jemand rein. Oh, hier stinkt's nach Forz. Ne? Und ich sag so, ich war's, aber das darfst du nicht sagen. Du darfst dich nicht beschweren, weil das verletzt meine Gefühle. Ich darf nicht riechen. Ja. So. Das ist doch dumm. Vielleicht. Ja, gut. Paris Messerangriff, was nichts mit Schwarzen zu tun hat. Ja. Zumindest weiß ich es nicht. Aber es wurde wohl eine Person unter anderem verletzt, also keiner ist gestorben zum Glück bisher. Eine verletzte Person ist von der Presseagentur von Charlie Hebdo. Oh, okay. Und die kennen wir ja noch. Das waren ja diese Satiriker aus Frankreich, die von Islamisten getötet worden sind. Und man vermutet einen terroristischen Anschlag, dass man versucht hat, diesen Menschen zu töten. Vermutet man, aktueller Stand, keine Ahnung, was rauskommen wird. Mhm. Wir werden nächste Woche berichten.
Oder googelst du gerade? Ja, ich würde jetzt Frankreich Messer. Nee, Paris kannst du ruhig googeln. Frankreich ist. Messergesetz. So, das Frankreich Messergesetz. Messerrecht und Waffengesetz in Frankreich. Messer. Frankreich hat für die Mitnahme von Messern zwar einfache, aber durch einige Definitionslücken trotzdem nicht leicht umzusetzende Regeln. Zack. So. War kein terroristischer Anschlag, war einfach nur Spaziergang am Nachmittag. Okay, gut zu wissen. Ja. Dann abgehakt. Den gab es keinen. Paris Anschlag wird hier direkt vorgeschlagen. Zwei Festnahmen nach Terrorattacke. Also hier wird schon sehr klar geframed. Okay. 18-Jähriger unter Verdacht. Verletzte nach Messerangriff. Diese 18-Jährigen, oder? Schlimm. Messerattacke nahe des alten Charlie Hebdo. Okay. Ja, das ist ja wirklich eine Breaking News. Ja, eine brechende News, die jetzt Sonntag, wo ihr es dann hört, schon vorangeschritten ist, denke Die ich ist dann mal. schon wieder völlig vergessen. Inaktuell. Die werden Sonntag, werden die schon wieder sagen, was zur Hölle ist in Paris? Vergesst es, Leute, vergesst es. Ja. Gut, Was ist das wir eigentlich das Thema der Woche oder sind wir da jetzt schon durch oder wie handhaben wir das jetzt eigentlich? Ich mache jetzt weiter meinen indischen Akzent oder? Das musst du entscheiden. Natürlich mache ich den weiter. Dann mach ihn Bis ich weiter. den ersten Shitstorm habe, dann ride ich die Wave, die dann kommt so. Die neuen steigenden Follower, die ride ich dann so ein bisschen und dann sage ich so, oh, Entschuldigung, ich werde weiter an mir arbeiten. Es tut mir so leid. Es kann passieren. Genau wie Montana Black diese Woche. Apropos Black, Jules. ja. Stimmt, Montana Blackfacing, gibt's das eigentlich Noch schon? nicht. Das ist noch ein Skandal, den kann er noch mitnehmen. Also wenn du so einen Filter hättest oder so eine Maske, wie du von Daniel hattest, kannst du auch dir so eine Montana Black Maske aufsetzen, dann machst du Montana Blackfacing. Stimmt. Und das darfst du Und nicht. wenn der dann sagt, ich habe hier so 1% indisches Blut in mir, dann werde ich direkt Dann gecancelt. bist du quasi, dann bist du weg vom Fenster. Ich wollte eigentlich ursprünglich, bevor wir zu Bla Montana Black kommen, zur nächsten Sache, die man nicht machen kann, nämlich Frauen angucken. Ist die Nee, gleiche Nachricht, dachte es ist ich. wirklich. Ja, nein, aber bevor ich dahin komme, weil ich dachte, du leitest es ein mit einer Nachricht, die in der Oase besprochen wurde, von RT Deutsch, aber ne, ich habe das jetzt nicht nochmal überprüft, das ist mir vorhin noch reingespült worden, dass da die Beamten und so ein elfseitiges Pamphlet bekommen haben, wie jetzt Sprache geändert werden soll. Da war einiges dabei, wo ich dachte, okay, ist vernünftig, dass In irgendwie. Deutschland. Ich, wie gesagt, behandle das gerade eher erstmal wie Fake News. Ich habe das jetzt gerade noch nicht überprüft. In Deutschland, ja. Dass zum Beispiel Asylbewerber nicht mehr gesagt werden soll, weil jeder ein universelles Recht auf Asyl hat und man sich bei einer Bewerbung könnte man durchfallen, Ah, so. ja. Sondern Asylsuchende oder Asyl, weiß ich nicht genau. Asylberechtigte, irgend sowas. So, und dann ging es aber auch in die weitere Richtung von irgendwie. Cisgender, bla, halt dieses Übliche, wo ich dann jedes Mal ein bisschen breche in meinem Hals zusammensammle. Ja, jetzt gibt es wohl auch in Jena am Sonntag eine feministische Demo, wo Männer ausgeschlossen sind. Was ich auch schwierig finde, aber ich Es bin ist ja auch halt. nicht so drin in dem Thema. Vielleicht hat das ja auch Sinn, dass Männer nicht dahin dürfen. Keine Ja. Ahnung. Es ist halt fucking, wie gesagt, ne? Keine offizielle Nachricht, jetzt erstmal so fucking Screenshot RT Deutsch Das auf dürfen fucking Beamte nicht Facebook. mehr sagen. Asylbewerber, Schwarzfahrer, Ausländer. Ausländer. Ja. Also es wirkt dann nach unten hin ein bisschen mehr wie Parodie tatsächlich oder halt Satire. Begriffe wie farbige Dunkelhäute werden ebenfalls abgelehnt, bla bla bla. Unten steht dann Geschlechteridentitäten von Cis-Geschlechtlichkeit und Pansexualität. Kann sein, weiß ich nicht. Ich wollte es nur mal kurz. Ich dachte eigentlich, dass du darauf hinaus willst, aber da Gar würde ich nicht. nicht. Ich würde gerne wissen, was man als Schwarzfahrer sagt, weil überall Warte. ist ja schwarz mit drin, bei diesen ganzen schlechten Sachen. Schwarzfahrer, Schwarzarbeit und Schwarzmalen, so, ja. Schwarzmalen. Das ist so die diskriminierende deutsche Sprache, ne? Aber was sagt man denn als Schwarzfahrer? Aber es ist halt dumm. Unrechtmäßiger Fahrer? Es ist halt dumm. Also ja, gut, es geht dementsprechend, gibt es auch weiße Weste irgendwie, was Positives, aber ich wette, es gibt auch irgendwas Weißes. Weiße Fahne. Weiße Fahne ist eigentlich was Schlechtes. Weil es fürs Aufgeben Die steht, ne? weiße Fahne schwenkt nur die scheiß Franzosen. Stimmt. Weil die nämlich nicht Eier in der Hose haben, wie wir guten Allmanns. Die haben nur Baguette in der Hose. Ja, Oder so. aber ganz kleine Baguettes. Was Negatives Ein Hörnchen. Weißes. Whitewashing gibt's noch. Whitewashing ist auch negativ Ja, konnotiert, auf stimmt. jeden Fall. So. White Power ist auch negativ. Ja, ja. Ja. Mein So. Lieblingsmeme aller Zeiten ist übrigens, wo die Power Rangers irgendwie sagen: Red Power, Green Power. Oh. Und dann so der Weiße so. Oh, ja, okay. Weiß, Witzig.
weiß ich nicht. Nase weiß. Nase weiß, aha, wenn jemand ein bisschen dumm ist. Ja, so. Also Nase deswegen weiß. Würde ich nicht per se sagen, dass schwarz was Negatives ist. Oder ich weiß es nicht. Ja, scheiße. Das sagen wir zum Glück im Brennpunkt nie. Wir sind immer bestens informiert. Eben. Ja. Und jetzt, apropos informiert, Montana Black. Ja, damit ihr da informiert seid. Informier uns mal, was er gemacht hat. Du hast es mir geschickt gestern oder vorgestern, was er getan hat. Und ich war schockiert. Schockiert. Ich musste mich an meiner Schmuckkette festhalten. Deine Regenbogenfahne ist dir aus der Unterhose geflogen, als du das gesehen aber hast. Aber ins Gesicht, ja. Dein linksversiffte, deine autonome Gesichtsmaske hier, die ist einfach fortgeflogen aus dem Fenster raus. Mein linker Hoden ist geplatzt. Ja. Okay, also Montana Black hat zwei Sachen gemacht. Die erste war da, glaube ich, gar nicht dabei. Die erste hat Gronkh bemängelt. Da ging es darum, es war einfach super awkward und dumm einfach. Aber ich glaube, gesetzlich ist es halt nicht so tricky, oder? Es ist, glaube ich, rechtlich nicht so relevant. Er sitzt auf seinem Balkon, auf Malta ist er gerade, glaube ich, scheißegal, und fotografiert so eine Ishka, ja, gegenüber, die sich da irgendwie so... Eine Ishka gegenüber, die sich da so irgendwie so am Beckenrand regelt, auf dem Dach des gegenüberliegenden Gebäudes oder auf gleiches. Also das Gebäude geht es um die Ecke. Ja, so. Seit der DSGVO darf man, glaube ich, nicht mehr Menschen fotografieren einfach. Das ist halt jetzt so die Frage. Aber darum ging es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Also die Frage ist bei der rechtlichen Relevanz, es ist erstmal nicht Deutschland, deswegen ist es schon mal dumm. Es Deutschland wäre, für den privaten Gebrauch darfst du ja Fotos in der Öffentlichkeit machen. Dann muss diskutiert werden, inwiefern ist dieses Dach von einem Hotel, was offen ist, öffentlich oder privater Raum. Ich glaube nicht, dass es als privater Raum zählen würde in Deutschland. Dann veröffentlicht er es auch nicht, sondern macht halt das Foto einfach nur für sich, zeigt es auch nicht. Also er zieht die Webcam oder sein Handy auch mal in die Richtung, aber es ist so weit weg, du siehst halt gar nichts. So. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwie Frauen unter den Rock fotografierst für dich selber, ja, ist es ja auch nicht in Ordnung. Das ist ja dann Belästigung. Das geht ja wirklich dann schon. Du kannst auch nicht auf der Straße im öffentlichen Raum jemanden ins Gesicht fotografieren von ganz nah. Ich finde schon belästigend, wenn ich auch aus der Ferne beim Regeln im Pool gefilmt werde oder wo auch immer sie war. Ja, also das ist halt auch meine erste Frage gewesen. Ist es wirklich Belästigung, wenn die belästigte Person nicht mitkriegt, dass sie belästigt wird? Er macht ja nicht Fotos einfach, weil er sagt, oh, hat die aber schön Ohrringe oder wow, der Bikini ist aber schön. Ja. Er macht schon Fotos, weil er ihre Ohren ihre Enchiladas. Ja. Ja. So. Ihre Frauenklöten. Und das finde ich halt schon herablassend. Natürlich, also das ist ja unumstößlich so. Ja. Darum ging es auch hauptsächlich. Das ist einfach übelst creepy und also der ist halt irgendwie eigentlich krasser, jetzt hört man meine Gänsefüßchen, krasser Typ so, ja, der eigentlich irgendwie bekannt ist und so. Warum benimmt er sich wie einer, der irgendwie noch nie in der Öffentlichkeit unterwegs war und irgendwie seit 20 Jahren irgendwie Keyboard-Warrior im Keller seiner Mutter ist. So benimmt er sich da halt. Als wäre er untervögelt. So ein bisschen, ja. Also das ist ja unumstößlich, dass es irgendwie creepy verhalten ist und einfach dumm und so. So, ich sag nur, rein rechtlich ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Weiß ich nicht, wie es in Malta ist. Keine Ahnung. Natürlich. Ich habe jetzt nur von Deutschland erstmal geredet. Und deswegen glaube ich... was sagst du denn? Wenn ich... Ich werde jetzt, das ist eine einmalige Sache, ich gehe durch die Stadt, irgendjemand kennt mich auch nicht, findet mich irgendwie geil, ja, fotografiert mich aus 100 Meter Entfernung, einmal und vorbei, so. Naja, aber du hast ja kein Bikini an und regelst dich gerade. Dann halt im Schwanzibad, so. Ja. So, und ich erfahre das nie. Wurde ich dann belästigt? Ja, schon. Ich glaube schon. Weil... dann wurde ich bestimmt in meinem Leben schon sehr oft belästigt. Wenn ich dich beklauen würde und du würdest es nicht mitkriegen, wärst du ja auch beklaut worden. Ja, ist richtig, aber dann kriege ich es ja auch mit, wenn mir auffällt, dass es nicht, oder also dann ist ja ein physischer Sachverhalt vorhanden irgendwie. Aber du hast ja auch die Fotos angefertigt, ob sie es mitbekommt oder ob sie es nicht mitbekommt, die Person ist auch irrelevant. Okay, du meinst, da ist der physische Sachverhalt. Ob es Belästigung jetzt ist oder ob es dann einen anderen Begriff für gibt, weiß ich nicht. Ob das dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt wird es halt Stalking, aber wenn es halt wirklich, deswegen habe ich gesagt, einmalig so. Also unerlaubtes Anfertigen von pornografischem Material vielleicht, ja, wenn du irgendwie halbnackt bist und nicht regelst, geht echt um diese Situation. Die Frau fühlt sich gerade privat. Aber dann kommen wir in die nächste spannende Frage. Ich liebe solche Fragen. Ich liebe solche Definitionsfragen. Ich will das eigentlich viel, viel mehr auch in meinem Stream immer machen. Gib mir mehr. Weil, pass auf, wenn sie sich da rekelt, ja, und ein Foto davon gemacht wird
und dann ist es Anfertigung von pornografischem Material, irgend sowas. Vielleicht. Dann müsste das ja auch vor dem Foto schon so sein. Also wird ein Porno erst zu einem Porno, wenn du die Kamera draufhältst? Na klar. Also ja, klar, ein Porno, aber eine, gut, das war falsch formuliert, wird eine sexuelle Handlung erst zu einer sexuellen Handlung, wenn du die Kamera draufhältst? Das ist ja auch Quatsch. Ich glaube schon, weil wenn diese Person sich regelt an einem Ort, wo sie Gefahr laufen muss, gesehen zu werden, ist das eins. Mhm. Aber das erlaubt dir nicht, dass du sie fotografieren darfst, wie sie sich regelt. Ja. Also ich sage auch nicht, dass er das per se erlaubt wurde oder so. Sondern eher, ob es halt wirklich. Es ist wahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist eher so eine Grauzone, weißt du? Dass er nicht belangt werden kann, vielleicht. Aber dass es natürlich nicht cool ist. So, und wenn das öfter passiert, wäre es auf jeden Fall Stalking oder irgendwas. War das denn ihr privates Haus? Oder war es auch ein Hotel. So ein, so, wie heißen der, so ein Endless, wie hat er gesagt, so ein Endless Pool, irgendwas, der hat halt direkt die Kante am... Ja, er könnte vielleicht damit argumentieren, dass er den Pool fotografiert hätte vielleicht. Ich ja. meine, Alter, ich treffe halt immer so einen Dude in der Stadt, der geht jeden Tag mit seiner Kamera rum und fotografiert halt alles in der Stadt. Ich glaube nicht, dass er jeden fragt, der hat auch mich übelst oft schon fotografiert. Also ich weiß es halt, aber guck, dieses Fest am Bauhaus, nee, da warst du nicht dabei, da war so ein Graffiti-Fest. So. Da war ich kurz da haben wir uns gesehen, habe ich dir zugewunken. Genau, stimmt. Ja. So, da hat er halt auch einfach alles fotografiert. Und das ist ein Setting, da musst du davon ausgehen, dass Leute dich fotografieren. Und da muss jetzt nur eigentlich zu klären sein, ist ein öffentlicher oder halb öffentlicher Pool auch so ein Setting? Wahrscheinlich bei Fotografie kritisch. Wahrscheinlich eher nicht, weil aber Veranstaltungen werden ja beim gesehen werden, dokumentiert. Weißt du, dass du gesehen wirst, davon musst du, glaube ich, ausgehen, auf so einem Pool, der auf einem Dach ist, wo jeder hingucken kann. Würde ich mich vergleichen. So ein Bauhausfest, was da war mit diesen Skatern und Graffiti, das ist ja wirklich, da musst du rechnen, dokumentiert zu werden, weil Veranstaltungen werden dokumentiert. Aber eine Poolanlage in einem Hotel ist eigentlich zur Erholung gedacht und nicht, um das zu dokumentieren. Ja, gehe ich mit. Also ich... Auch als Disclaimer nochmal, ich sage in keinster Weise, dass das cool ist. Ne? Also ich als Laienjurist würde schon sagen, dass sie auf jeden Fall recht hätte... Ich als professioneller Laientuch... richtig. Ja. Würde schon sagen, dass sie ein Recht hätte, sich zu beschweren und einen Anspruch hat, das erst löschen muss. Das ist ja das Ding. Das ist ja genau das faszinierende Ding, was ich finde. Pass auf. Es passiert, ja. Sie kriegt es nicht mit und alles ist gut. Es passiert und sie dreht sich zufällig in die Richtung, kriegt es mit, zack, dann kann sie was machen. Das ist halt, glaube ich, mein Gefühl. Naja, es bleibt halt weil trotzdem... Weil dann wurde sie offiziell belästigt. Es bleibt halt trotzdem diese, naja, Straftat, was weiß ich, es bleibt die Tat, aber ob sie es mitbekommt oder nicht, das ist dann kein Unterschied mehr. Sie kann ja nur dagegen vorgehen, wenn sie es mitbekommt, das ist ja ganz klar. Ja. Aber es bleibt die Tat. Weiß ich. Also das Ding ist, für Belästigung musst du dich ja auch belästigt fühlen in irgendwas. Also, wenn dich jemand anfasst, und du sagst, es ist nice, dann ist es ja keine Belästigung. Dann ist es halt keine Belästigung, aber so ein Begriff von ungefragter Anfertigung von pornografischem Material oder, weiß ich nicht, Spannermäßiges, Stalkermäßiges, das kann schon da irgendwie reinfallen. Super geiles Thema zu drüber reden, aber merkt man, dass die Woche nicht so viel los war, Leute? Nee, echt nicht viel. Das ist vor allem erst der erste Teil, ne? Der nächste Teil von Montana Black. Den hast du mir geschickt und der war eklig. Das ist der richtig relevante und den finde ich aber in einem Vakuum betrachtet auch sehr lustig, muss ich sagen. Natürlich nicht, was passiert. Also, der ist dann auch durch die Stadt gelaufen mit so einem anderen Dude und sagt halt, ich weiß nicht, wie lange dieses durch die Stadt laufen ging, aber an einer sehr hohen Frequenz sagt er, oh, geil, oh, die Frauen, oh. Und das wurde halt zu so einem Supercut zusammengeschnitten. Er hat ständig bei Minuten. Frauen so, hat er den Arsch gefilmt oder auf die Brüste gefilmt, hat immer so Geräusche gemacht. Aber schon aus so. Der Entfernung. Also er ist jetzt nicht nah ran und hat irgendwie... Nee, das so nicht. Aber sie sind schon an ihm vorbeigelaufen und ist kurz stehen geblieben, hat dann da Frauen fotografiert und also gefilmt. An der einen Stelle sagt er so zu seinem Kumpel da, stell dich mal so, dass es aussieht, als würde ich dich filmen. Dabei, oh, filme ich die Alte da drüben. Und in einem Film, wieder so eine Sache, ne? Wenn das keine echten Menschen wären. Wär's inszeniert, ich finde das, super lustig, dass das so ein, dass er sich da so wie so ein primitiver Höhlenmensch benimmt. Finde ich super witzig. Auch durch diesen Zusammenschnitt kommt das ist so humoristisch wertvoll. Aber es sind halt echte Leute, die da permanent, und es ist von ihm übelst infantiles Verhalten natürlich. Und das war der nächste Shitstorm. Das hat, glaube ich, ursprünglich Hand of Blood gepostet oder retweetet. Und das wurde dann auch irgendwie gelöscht, warum auch immer. Und dann wurde es nochmal re-uploaded und dann hat sich sehr weit verbreitet. Ja, in einem Film mag ich es auch, wenn Menschen abgeschlachtet werden. Das ist dann irgendwie witzig. Aber sobald irgendwie Menschen daran beteiligt sind, die das nicht wollen, gerade Frauen, die jetzt gerade live sind im Internet und Montana Black hat ja auch eine riesige Community und viele Zuschauer,
Und er wird dann gefilmt, also sie werden dann gefilmt und werden als Sexobjekte dargestellt. Das finde ich in keinster Weise in Ordnung. Ja. Also ich. Ja, jetzt. Es hat halt lustige Momente. Also ich bin kein großer Fan von Montana Black. Gar kein Fan, muss ich. Aber, ich aber muss es ganz von der Aktion schon, oder was? Nee, aber es ist halt in einem Vakuum. Ich kann das halt, ich kann auch Hitlers Kunst betrachten, ohne Hitler, so, weißt du. Und so sage ich auch. Oh, das hat irgendwie, ich fand es unterhaltend. Ja, aber bei Hitlers Bildern kam ja keiner zu Schaden, weißt du? Ist richtig. Aber bei diesem Video ja schon. Ja, gut, ja, da kann man nicht vergleichen. Da bin ich dann auch wieder der Assi und sage, okay, so krassen Schaden haben die jetzt nicht, auf jeden Fall nicht cool für die. Es ist, aber ich die finde, haben jetzt kein Schädelhirntrauma dadurch. Ja, aber ich finde, es reicht schon. Es reicht schon, es ist nicht geil, auf jeden Fall, ja. Oh, ein Kerl mit 5 Weibern. Was hat der, was ich nicht habe? Aber hast du denn ein Trauma davon, wenn dir Menschen irgendwie dein Portemonnaie klauen? Da hast du auch kein Trauma von. Mhm. Du wirst es überleben und, oh ja, okay, ist scheiße, aber geht irgendwie. Aber es bleibt halt eine scheiß Tat. Das ist richtig. Und uncool. Ich habe dir ja auch nicht gut geredet. Ich kann nur... Nee, und das Ding ist, das Geile ist ja, ich kann mich ja über dieses Video erfreuen, wie ich will. Kann natürlich sagen, es ist nicht geil, aber ich kann mich darüber erfreuen und es wird halt nichts ändern für die betroffenen Personen. Und das ist halt so ein bisschen mein Ding. So. Wir hatten das neulich auch mal im Stream mit irgendwas anderem. Fuck, worum ging es denn da? Ging es auch halt um irgendwas, wo ich dann meine Meinung zugesagt habe und halt Witze drüber gemacht habe. Aber natürlich klar war, wie ich eigentlich darüber denke. Hm. Und der Punkt ist, da ist halt eine Tat, auch wenn du dich jetzt über... Nehmen wir ein ganz krasses Beispiel, weil wir es eben hatten hier, Charlie Hebdo so. Hm. Ja? Hebdo, wie die scheiß Franzosen sagen. Fickt euch! Da kannst du halt auch Witze drüber machen und das macht die Leute nicht weniger lebendig oder mehr tot, so, weißt du? Also, aber es hilft halt auch nicht dagegen. Also gerade in diesem. Du sagst doch selber, es ist irgendwie ein Coping-Mechanism für dich, so, um mit so einer Sache umzugehen, um die verarbeiten zu können. So. Naja, aber es geht ja nicht nur um die Verarbeitung auch an sich, auch wenn sie es niemals erfahren werden. Es bleibt einfach scheiße, weil natürlich die bleibt scheiße. Ich werden als Sexobjekte dargestellt. Absolut. Und es ist egal, was die für Trauma haben, auch wenn sie sagen, ist in Ordnung, selbst dann sind sie nicht gefragt worden und das macht man einfach nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich habe es gesagt. Dieses Kunstwerk. Das steht halt jetzt so für die Ewigkeit. Ja. Und finde ich Medium. Übrigens auch dumm, dass dann irgendwie in Herrn Newstime diese Sachen da ungefiltert genauso hochlädt und diese nochmal re-veröffentlicht. So, also die Leute, die da gefilmt werden, finde ich auch nicht. Hätte sie wenigstens, hat er sie nicht wenigstens zensiert, die Frauen? Ich weiß nicht, nee. Dumm. Ja. Dann bist du dumm, Herr Newstime. Sehr dumm. Kommen wir gleich noch dazu, was da noch Dummes passiert ist. Ja, wie gesagt, ich will es nicht. Oh, wir reden doch hier und meine richtige Meinung kommt ja rüber. Ich glaube auch, dass die Zuhörer, vielen Dank, Leute, dass ihr gerade zuhört, die sind ja auch intelligent genug, um zu verstehen, dass ich nicht wirklich was gegen Franzosen habe. So. Ja. Hoffentlich. So. Nichts Effektives zumindest. Ne? Nichts, was hilft. Ja. Außer Panzer. Nein, so. Und wenn das irgendwie klar ist, dann kann ich doch in einer Tour irgendwie Franzosen beleidigen, innerhalb dieses Kontextes. Hm. Ja? Ohne dass, also was ich jetzt hier sage, da wird kein Franzose sich die Pulsader aufschneiden, deswegen. Vielleicht nicht, aber es unterstützt, also bei Franzosen jetzt, da weiß ich nicht, wie akut da jetzt das ist, ja. Aber wenn es jetzt irgendwie um rassistische Witze geht und sexistische Witze oder selbst so eine dumme Aktion wie von Montana Black, es unterstützt halt diesen strukturellen Sexismus, den es gibt. Ja. Und schon wieder werden Frauen als Sexobjekte dargestellt. Wir haben auch noch überhaupt nicht drüber geredet, dass der 12-jährige Zuschauer hat, die das dann alles sehen und das und nachmachen. Und so. Genau, das ist mega das Nächste. Uncool. Mega uncool. Eine aber Vorbildfunktion. Das ist ja das Geile für mich, dass ich hier das betrachten kann. Ich bin ja nicht derjenige, der für diese 12-Jährigen streamt in dem Sinne. So. Mhm. Ich streame ja für intellektuelle, volljährige Menschen. Ja? Wenn ich so in die Oase reingucke, was da so geschrieben wird. Das stimmt nicht. In der Oase ist nichts. Das könnt ihr sehen, indem ihr $3 auf Patreon donatet, monatlich, dann gibt es da Zugang und dann freue ich mich ganz doll. Ja doch, da gab es letzten Tag auch so ein paar Nachrichten, wo ich dachte, Alter, was ist denn das für Menschen? Das ist Meinungspluralismus, Tino. Geht es dir jetzt um irgendwie AKW oder Söder? Du musst auch aufpassen, wenn da Trolle trollen und du es da reinfällst. Es ging um Interpretationen von Parteien irgendwie und das, da dachte ich mir, das ist so ferne Realität. Klar, du kannst eine Meinung haben, aber daran merke ich einfach, wie wenig gebildet manche sind. Und dass sie einfach so eine Meinung entwickeln können, ja? Ja. Also ich habe das mit den Parteien nicht komplett gelesen. Ich weiß nur, dass halt jeder so ein bisschen... Also irgendjemand hat gesagt, nichts rechts von der SPD wählen wollen. Mhm. Und dann kam irgendwas mit FDP,
irgendwas. Man kann ja auch ganz dumm sein. Das muss man ja eh für $3 kaufen, um das lesen zu dürfen. Stimmt. Schaut rein, Leute. Ihr könnt auch wenn ihr jetzt eintretet, könnt ihr alle Chats der letzten Jahre noch nachlesen. Das ist richtig geil. Da ist so viel Gold, oder ja, wie wir sagen, Au drin. Hammer. Ja. Ach, wegen dem, den, der chemischen Formel. Ja, wegen der chemischen Formel. Habe ich nie verstanden, was das soll, das Au. Tja, jetzt hast du es verstanden. Ich dachte, das wäre so schmerzvoll toll. So, au, ist das toll. Witzig, witzig. Genau so ist dieses Ding auch entstanden, mehr oder weniger. Was auch sehr schmerzhaft für viele Menschen sein wird, ist, dass Plastik verboten wird. Einwegplastik in Deutschland. Aber erst 2035 war das? Nee, ab 21 habe ich gelesen. Okay, nee, das habe ich verwechselt mit dem Dieselding. Man darf nämlich jetzt nicht mehr Plastikgabeln und Strohhalme herstellen und verkaufen. Oh shit, werden die jetzt gehamster kauft? Das kann passieren. Schnell irgendwie 1 Million Plastikgabeln in meinen Schrank. Noch ganz viel herstellen. Ja. Ja. Und verkaufen. Also vernünftig, ne? Warum überhaupt? Also, es gibt doch Pommesgabeln aus Holz. Warum nicht sowas generell aus Holz machen? Verstehe ich eben auch nicht. Hat das irgendwie Nachteile? Ist das so viel teurer? Wobei, so Holzbesteck mag ich auch nicht gerne. Das ist mal so ein bisschen eklig im Mund. Ja, aber wenn es Einweg ist, ist doch scheißegal. Einweg, ist doch egal, was für ein Holz, Einweg oder Mehrweg, aber Holz im Mund finde ich nicht geil. Ich stecke mir viele Sachen in den Mund, ja, zugegebenermaßen. Aber ein Holzlöffel, das finde ich immer so, das ekelt mich ein bisschen. So Eis zum Beispiel mit Holzlöffeln und so, das finde ich ganz furchtbar. Meine. Tja. Gut, dann muss es halt für Tino jetzt weiter Plastik geben, asozial. Nein, ich will auch kein Plastik. Man kann ja was... Okay, also gibt es dann demnächst beim Eismann gibt es dann einen kleinen Löffel aus Kruppstahl. Aus Gold zum Beispiel. Das wäre was für mich. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob Gold einen Geschmack hat. So wie Alu. Hat Alu nicht auch so Geschmack irgendwie? Ja, keine Ahnung. Ich bin noch nicht der Experte in Geschmack. Ich muss die nächsten ein paar Monate noch ein bisschen was nachholen. Du lernst dazu jetzt, ne? Ja. Ja, okay, ja, cool. Ja, also finde ich nichts Negatives. Das ist ja immer so mein Ding, ne? Weil ich sage, hier, du kannst bitte mich volllabern mit deinem Scheiß, Klimawandel existiert nicht von mir aus. Aber dann musst du mindestens, also von mir aus klingt vielleicht auch ein bisschen dumm, ne? Ist halt dumm trotzdem, aber diese Leute können mir nicht erzählen, dass es irgendein Argument dafür gibt, Plastik in den Ozean zu wapsen. So, da gibt's halt einfach, kein Mensch kann mir in irgendeiner Form sagen, dass das irgendwie nicht existiert oder dass es irgendwie einen Vorteil hat, das zu tun. Würdest du gebrauchte Kondome benutzen? Gewaschene Kondome? Von mir oder von anderen? Von anderen. Dann wahrscheinlich nicht. Dann wird es dich nicht kümmern, dass jetzt ein Kondomring aufgeflogen ist. Aha. Es ist kein Spaß, in Vietnam ist heute oder gestern eine Organisation hochgenommen worden, die gebrauchte Kondome verkauft haben. Auch um die Umwelt zu schonen? Ich weiß nicht warum. Aber die haben die gewaschen, gereinigt, wieder verpackt und verkauft. Mhm. Geht das überhaupt? Also wenn du die wieder aufscrollst, ja, dann sieht das doch scheiße aus. Erstmal werden die ja schön gewaschen wahrscheinlich so, ja, ausgespült, dann wieder eingerollt. Werden das die per Hand gehen von so kleinen Zweijährigen zusammengerollt oder ist das maschinell passiert? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hm. Das fand ich, das war so die lustigste Meldung, die ich gelesen habe. In welchem Land war das? Vietnam. Hm. Siehst du diese komischen Asiaten da drüben wieder? Die sind alle schlecht. Die sind alle rassistisch. Ist das so? Nein. In Vietnam. Witzig. Ich hab vor 2 Tagen einen Streamer geradet aus Vietnam. Der Reichskanzler. Cool. Der Reichskanzler. Nee, warte mal, ich hab den gar nicht geradet. Bin ich gerade besoffen? Hab ich den geradet? Nee, Dion. Ich weiß es nicht. Ich war eh schockiert von dem Thekenklausch. Du hast es ja aufgeklärt im Stream, dass du da so Schnaps getrunken hast. Ich dachte, Gummibärchensaft, richtig Robin. Dumm. Lässt du dich hier von irgendwelchen... Ich war noch nie so unauthentisch wie bei Thekenplausch. Ich habe noch nie einen Annoying Dancer so gestaged. Ja, das war ganz furchtbar. Und ich habe noch nie gesagt, ich trinke jetzt Alkohol und dann keinen Alkohol getrunken. Ich habe es mit einer Freundin gesehen und wir haben beide gesagt, dass wir waren da beide nackt dabei wahrscheinlich. Danach dann, ja. Das perfekste Netflix and Chill-Programm. Es hat uns sehr aufgegeilt danach, aber es wirkte insgesamt sehr, sehr cringy. Oh, sehr, sehr, zwei sehr. Leider ja, aber da ich ja irgendwie euch kenne, ja, ich kenne ja Tabea und Imp und dich, und du hast sowieso so die einfache Rolle gehabt des Gastes, das heißt, dich hat es nicht gekümmert, was da gerade passiert, ja. Du wirktest relativ souverän von Anfang bis Ende. Ja, immer. Aber ich muss echt sagen, Imp und Tabea und die anderen Leute, die da waren, man merkte eine große Unsicherheit. Mhm.
Und ich habe ja auch schon moderiert, ja. Und ich kenne das auch von mir. Ich habe auch schon unsouveräne Sachen abmoderiert, wo ich mich übelst geschämt habe. Ist halt das Problem so ein bisschen. Denn, also moderieren an sich, denke ich, kann ich auch recht gut, wenn ich es frei mache. Sobald da halt so ein Skript ist, musst du dich da auch erstmal reinfuchsen und das dann trotzdem quasi frei machen, aber Ja. das zu wissen. Und hier war das Problem. Und ich will es gar nicht so sehr ausbreiten. Da ist nicht alles rund gelaufen bei dem Ding. Ja. Da ist sehr, sehr viel so eine Vision gewesen, die aber mit niemandem geteilt wurde. Und dann so quasi am Set, übrigens, jetzt passiert das und das. Und daraus resultiert dann, dass die Leute so, okay, ich mache jetzt mal irgendwie hier. Das denke ich nämlich auch, dass eigentlich, wenn das besser vorbereitet gewesen wäre, nicht so spontan, wenn das Team cooler gewesen wäre oder zusammener gewesen wäre, dass dann was Cooles draus entstanden wäre. Weil ich weiß von Imb und von Tabea, dass sie es drauf haben. Ja? Die können eigentlich locker sein, die können Interviews führen. Aber das wirkte so ein bisschen, dass ich dachte, okay, die Umstände machen es für die beiden so schwer. Für die beide so schwer. Dann Ja. dieser Typ da, der Gitarre gespielt hat, das wirkt da richtig, richtig cringy. Der hat aber im Verlauf der Sendung sehr, sehr gute Gesichtsausdrücke. In dem einen Moment, als ich ihn so frage, du hast doch bestimmt schon mal einen japanischen Porno gesehen, oder? Und da guckt er halt echt wie so ein Reh, gerade völlig auf den falschen Fuß erwischt. War super witzig. Aber ja. Und dieser Typ da, der dich angesagt hat, mit dieser komischen, was war das für einer, so ein Der Kapitän, Herold. der Herold, was weiß ich, was das dargestellt hat. Das war auch so richtig Kleindarsteller, Laientheater. Das hat mir Aber gar nicht gefallen. der ist halt fester Bestandteil, ne? Das macht es nicht besser. Ich will jetzt eher nicht herabblicken auf irgendwelche Schauspielkunst, ja, aber das wirkte echt so richtig so. Da haben sie einen hingestellt, der wäre gern Schauspieler gewesen, so. Oh, wenn der das hört, Alter, der ist halt wirklich da in so einer Kartei gemeldet und so. Der macht immer so Projekte. Vielleicht ist das halt. Also, ich sag mal so: dafür müssen jetzt alle weghören. Ich glaube, da von diesen Leuten, die beteiligt waren, hat keiner so wirklich Geld gesehen. Und vielleicht ist das auch ein kleiner Grund, ja. Verstehe ich auch. Also ja, okay. Und ich kenne ja auch dieses Klientel, so irgendwie Kleindarsteller, und die gehen dann zu irgendwelchen abgehalfterten Scheißsendungen bei Sat.1, ProSieben und so. Das sind alles so Wannabe-Schauspieler, wie ich auch einer bin, gerne von mir aus. Aber so, wenn du dich dann bei irgendwelchen Sachen blicken lässt, wie heißen die denn alle, was du mal geguckt hast hier, wo wir mal hier saßen, Hilf mir Ach so, und so, weißt du? ja. Oder halten sie sich halt für die großen Schauspieler und für die großen Künstler. Und leider wirkte dieser komische Typ da auch so, der halt gerne mehr sein würde. Und er kann vielleicht auch mehr, aber es wirkte halt Ja. sehr, sehr künstlich und sehr cringy auf mich. Und würde ich dich, Tabea und Imp nicht lieben, hätte ich mir das nicht angesehen. Okay. Ich hätte aufgehört nach ein paar Minuten, weil ich dachte, oh Aber Gott. ich finde das ganze Ding, das hat schon Highlights und unterm Strich war es auch schon nice, da hinzufahren. Das Es musst war du ja mir auch. sagen. Ja, nee, auch jetzt unabhängig vom Thekenplausch, ich war halt davor ich will es jetzt nicht doxen, in der einen Stadt war ich in einem Skatepark, in der anderen Stadt war ich in einem Skatepark. Es war eine Erfahrung, ich habe hier so einen komischen Krug gekriegt, den ich nie Krug nennen soll, ich soll das Bembel nennen, ist mir scheißegal. Ich habe Na, jetzt hier so ein Nachttopf. Bembel, ja, so ein Ja. Nachttopf. Und das war schon eine Erfahrung, ja, also unterm Strich, das ist schon positiv. Es ist halt noch nicht alles ganz glatt Aber gelaufen. auch diesen Annoying Dancer so zu skripten. Ich dachte, das ist doch nicht Annoying Dancer so. Nö. Das wirkte auch halt so gestellt an vielen Stellen. Ja, das Ding ist, Alter, ich habe ja diesen ganz kleinen Disclaimer am Anfang gemacht und habe gehofft, dass das so offensichtlich auch gestellt ist, dass die Leute raffen. Aber trotzdem gab es in den Kommentaren ein paar Leute, die gedacht haben, das ist der Typ, der mir eine fucking aufgeblasene pinke Gitarre gibt, dass der halt da random sitzt. Ja. So, das haben halt Leute gedacht und ich sofort, ach du Scheiße, Alter, ich habe noch nie was gefaked, ich will nie was faken. Ich dachte, das ist so offensichtlich, aber nein, ein paar Seelen da draußen denken, oh nein. Also ich würde es natürlich auch machen mit einer random Person, aber das in dem Fall war ja nicht. Auch in dem Restaurant, wo du irgendwas weg isst oder wegtrinkst oder so, und der ist ja nicht hinterhergerannt, ist einfach so stehen Ja. geblieben. Oder dieser Straßenkehrer, der Ja. auch dann nur so, oh, okay, dann kann ich wohl nichts machen, wenn er meinen Besen wegnimmt. Das wirkte schon, ja, also unauthentisch leider. Ja. Naja, okay, jetzt haben wir genug gelästert. Nee, aber liebe Grüße an alle, die da mitgemacht haben, aber es Ich habe geht besser. in Grund und Boden zerstört und dann liebe Grüße ausrichten. Ich kenne es auch von mir auch, habe auch schon viel Scheiße gemacht so, und viel Sachen vor die Wand gefahren. Deswegen kann ich auch das so. Deswegen triggert es mich auch ein bisschen, Ja. weil ich das erst von mir kenne. Der Brennpunkt ist deine einzige Konstante im Leben, ne? Ja, ist so.
Ja, eine weitere Konstante diese Woche war, dass RTL ganz viele Sachen weggestrikt hat. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Mhm. Das hat halt auch mit der Montana-Sache zu tun. Da ist der Herr Newstype übelst ausgerastet. Oh, der RTL, ich hasse RTL. Die haben nämlich diese Videos geclaimed. Also die Stream-Ausschnitte von Montana Black haben die von YouTube sperren lassen und selber geclaimed. RTL. Super strange. RTL, ja. RTL Media Group. Stecken die da mit drin vielleicht? Maybe. Vielleicht waren das alles Statisten von RTL, die Frauen. Oder ist Montana Black, verbal vergewaltigt worden. Ist Montana Black angestellt bei RTL? Das ist alles nur ein großer Fake. Also es gab ein offizielles Statement, also nicht offiziell, Herr Newstime hat mit Montana Black geredet und die steckt nicht unter einer Decke, sagt er. Naja. Ich merke, ich habe absolut einen Hasstag heute. Wenn ich Herr Newstime höre, werde ich auch schon getriggert. Wir haben gar nicht gesagt, dass Herr Montana Blacktime für 33 Tage jetzt auf Twitch gebannt ist, deswegen. Ach. Mhm. Und seine Community sagt, oh, was, wegen so einer kleinen Sache, völlig bescheuert. Ein anderer Streamer wäre halt Lifetime-Ban. Ja. Instant weg. So, richtig dumm. Kann man sagen, verdient. Ja. Kann man sagen, verdient. Auch an der Stelle nochmal gefragt, haben wir letzte Woche schon über Ehrenpflaume geredet? Ja. Okay, gut. Da hast du mich gefragt, ob ich... Ich soll heute raten. Ja, ja, heißt. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher, ich wollte das nochmal erwähnen. Doch. Der Kai, der Gute. Richtig, richtig toll. Ja. Wer allerdings was gegen etwas hat... Das ist der öffentliche Dienst, der streikt gerade. Der öffentliche Dienst? Öffentliche Dienst. Also jetzt ab, weiß ich nicht. Wer ist denn dieser öffentliche Dienst, von dem ich überhöre? Sind das die Leute, die die Beete machen und so? Oder wer ist der öffentliche Dienst? Auch. Also du meinst so Blumenbeete irgendwie. Mhm. Ich glaube schon. Ja, so Müllmenschen. Ach, und, die Leute, die Müll machen, die streiken jetzt. Genau. Das ist ja geil für die Umwelt. Das finde ich auch sehr, sehr spannend tatsächlich, weil... Zu diesen Leuten, die streiken, gehören halt auch die Müllentfernungsmenschen. Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Und Weimar hat erst vor kurzem beschlossen, danke Herr Kleiner, dafür, Experiment. Dass der WLAN-Platz nicht mehr gereinigt werden soll. Das hatten wir aber auch erwähnt, oder? Ja, und das ist halt so passend. Jetzt streiken die komplett. Hm. Ja, gut, dann wird jetzt quasi ganz Weimar zum WLAN-Platz. Und Busfahrer und Kitas und Feuerwehrleute streiken auch. Warum eigentlich? Was wollen die denn? Wollen die schon wieder Geld? Wollen die Geld, sollen sich gefälligst verpissen. Tarifstreik. Geld, immer Geld, Mann. Gewerkschaften. Wollte ich nur mal kurz die sollen sich endlich mal ordentlich in der Arbeit reinknien, dann verdienst du auch Geld. Einfach mal zwei Tage irgendwie 24 Stunden durchgebuckelt, zack, Jeff Bezos. Ja. Meine Fresse, immer streiken. Wir arbeiten jetzt mal extra nicht, weil wir Geld mehr wollen. Dumm. Einfach auf Twitch, einfach Twitch-Streamer werden und auch YouTuber werden. Das kommt bei Vermietern gut an. Das ist vor allem eine sehr, sehr konstante Einnahmequelle. Also da kannst du wirklich fest damit rechnen. Nächste Woche, da kann ich mir vielleicht mal ein Eis leisten. Oder auch zwei, wenn du mich einlädst. Auch zwei, wenn jemand im Stream plötzlich reinzappt, kannst du vielleicht auch mal ein zweites Eis leisten. Fett. Sweet. Was auch richtig fett ist, sind die Einnahmen von Unge. Mhm. Hast du nicht mitbekommen? Nein, gar nicht. Unge hat sich selbst doxt. Zumindest seine Einnahmen. Er hat gesagt, wie viel er so verdient hat. Was denkst du, was er im November 2019, als Beispiel von ihm genannt, durch YouTube AdSense-Einnahmen? Also wirklich nur Werbung auf YouTube, nichts anderes. November ist nicht Dezember. Dezember ist ja immer umsatzreichste Monat. Und Januar, weil die Werbung mehr, genau, weil die Werbung mehr ballert durch Weihnachten und so. Es geht um den November. Was schätzt du, hat ein Unge durch seine Reactions, ja, durch seinen hochwertigen Content über YouTube-Einnahmen bekommen? Ich schätze... Ich glaube, man muss dazu sagen, ich glaube, er hat zwei oder drei Kanäle, also mindestens zwei. Hm. Hat noch diesen Hochkanal, wo er so mit dem Handy Vlogs macht. Und seinen Reaktionskanal. Vielleicht noch einen Gaming-Kanal, weiß ich nicht. Also mir fällt zuerst so die Zahl ein, 36.000, was mir aber auch sehr wenig erscheint. Also ich würde sogar sagen, dass es nahezu dreistellig ist. Hm. Es sind halt auch Dollar, muss man dazu sehen. Weil Dollar ist ja dann in Euro ein bisschen weniger. Es sind ja 5 Reichsmark dann nur. Fast gut. $206.000 im November. Holter die Polter. Hasch mich, ich bin der Frühling. So viel. Oh je, Mini, ich spreche wie ein Boomer. Tino, erschieß dich. Holter die Polter. So, nächster Step. Letzten Monat alles zusammengerechnet. Ja. Also da sind dann Investitionen
mit dabei, da sind Product Placements mit dabei und wahrscheinlich auch Twitch und so. Twitch, genau. Alles zusammen, letzten Monat, ich weiß nicht, ob es in dem Fall um den September ging, wahrscheinlich eher um den August, 750.000. Wow. Das ist schon ordentlich. Das ist schon nah an der Mille dran. Da kann man sich schon mal so eine schöne Madeira-Villa holen. Das nur für Reaction-Content. Mhm. Ich bin begeistert. Ja. Also ich gönn's ihm auch so. Ja, ich gönn ihm jeden Cent. Ja, der hat sich richtig reingekniet, muss man sagen. Der ist auch Veganer wirklich, dafür. So. Der hat einfach mal ein paar Tage, ein paar Jahre richtig rangeklotzt. Ja. Mhm. Der also. Partie, Partie, Partie. Alter. So, und wenn jetzt hier der Putzfrau oder Putzmann, ich will ja nicht sexistisch sein, wenn die sich mal Putzpersonal, weil die ist ja angestellt in der Deutschen Bundesrepublik GmbH. Mhm. Wenn die sich jetzt auch mal ein paar Jahre richtig reinkniet und die scheiße Flecken ein bisschen akribischer wegputzt, na dann sieht's da aber auch gut aus. Das kannst du auch. Ja. Du kannst auch eine Million im Monat verdienen, wenn du ganz viele Klos putzt. Ich will ja nicht so zynisch sein. Ich bin's trotzdem. Aber der hat natürlich noch mehr gemacht. Der hat ja, der ruht sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen sehr auf diesem Reaction-Ding aus, aber der Bedarf ist natürlich da. So, wenn die Leute so krass drauf abgehen, was Unge jetzt zu jedem quersitzenden Forts sagt, ja, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. So. Mhm. Es würde mich auf Dauer wahrscheinlich kreativ sehr unglücklich machen, Unge, aber wenn du halt keine Ansprüche hast, dann ist das, ich akzeptiere das. Der Erfolg gibt ihm recht, sagt man so schön. Ja, ne? Ich will ja nicht so zynisch sein. Nein, also der ist ja jetzt auch schon seit 10 Jahren irgendwie dabei und so, das hat sich ja aufgebaut, das ist ja völlig okay und er hat ja auch irgendwie mit diesem Madeira-Projekt irgendwie wieder was losgedreht, mit dieser Trex-Longboard-Tour, ich hasse dich, Simon und Unge, der hat die Longboards groß gemacht, wenn sie nicht schon vorher groß gewesen wären, du hässliches Trex-Brett, da ist ja mehr dahinter, ja? Ja. Aber dann, Alter, fast eine Mille im Monat ist halt richtig krass. Das ist halt richtig krass. Meinst du, er würde uns auch mal einladen, uns beide nach Madeira? Nach dem Monolog von mir jetzt auf jeden Fall. Ja, mal so für ein paar Wochen, so ein bisschen Diät machen und Sport. Bisschen Diät machen und dann Jojo-Effekt, dann wieder zu McDonald's gehen. Ja. Mit meiner Goldcard. Also Unge, wenn du Lust hast, wir haben Zeit, glaube ich. Ja. Und Lust. Durchaus. Ja, es ist einfach so, es ist so krass, Alter, es ist so krass, weil ich da ja auch, zeitgleich bin ich jetzt an einem Projekt dran, wie du vielleicht, ich will da jetzt nicht so viel davon erzählen, aber was da für gewisse Leistungen an Budget da ist, da klingeln lächerlich. Die Kassen. Da klingeln die Kassen. Eben halt nicht so. Im Vergleich zu anderen schlackern mir die Ohren, statt dass da Kassen klingeln. Also jetzt nur mal ein völlig fiktives Beispiel. Stell dir vor, es gibt da so ein ganz kleines Testprojekt. Ja, das hat mit unserem wirklich nichts zu tun, aber es gäbe da mal so ein Testprojekt und dafür wird ein Jingle benötigt. Ja, muss natürlich original hergestellt werden. Und dann setzt sich einer hin und macht so ja? Und kriegt dafür 2000 Euro. Das ist halt schon... Das ist viel Geld. Man muss natürlich so sehen, wenn dieser Jingle dann irgendwie wie das Pornhub-Intro oder sowas jetzt halt ein übelstes Riesen-Meme ist. Oder Der Dude, der Dude, der halt das Pornhub-Intro irgendwie ursprünglich gemacht hat, der braucht halt irgendwie, also das ist ja schon, ne, das ist ja einfach eine Riesenmarke. Aber für, weiß schon, es ist einfach so unverhältnismäßig. Egal, ich höre jetzt auf. Ist okay, komm, lass uns über Trump reden. Der war wieder ganz toll die Woche. Oh, erzähl, was hat er gemacht? Nur einen ganz kurzen Trump. Ich habe nichts gehört. Nur einen ganz kurzen Trump. Nichts gehört. Es gab quasi ein bisschen was Uplifting, aber eigentlich auch nicht. Es ist einfach nur, also ich bin jetzt auch seit 2-3 Wochen über den Punkt hinaus, wo ich es noch irgendwie witzig finde. Und der Punkt war, das haben wir gar nicht besprochen, da sitzen die mit kalifornischen Wissenschaftlern an einem Tisch. Und der Wissenschaftler sagt so, ja, wir müssen jetzt hier wirklich mal darauf achten, dass wir das und das tun, weil sonst wird's ganz schlecht. So. Und dann sagt Trump, na, ich bin da aber anderer Meinung. Und da sagt er halt, das war wieder so ein seltener Moment von Widerspruch, ich wünschte, die Wissenschaft wäre mit Ihnen einer Meinung. Hm. Und da sagt Trump dann so, ich glaube nicht, dass die Wissenschaft das wirklich weiß. So. Also das war für mich wirklich so der Punkt. Die Aussage schon. Ja, ja. So, Trump weiß mehr als die Wissenschaft. Egal, aber das war für mich der Punkt so ein bisschen, wo es geschiftet hat, wo ich dann wirklich den Entertainment-Faktor irgendwie verloren habe. Und diese Woche war es ganz, ganz interessant. Da stand er quasi am Sarg von der Ruth Bader Ginsburg, die ja letzte Woche verstorben ist und wurde aber sowas von aggressiv ausgebuht, ja. Also ich glaube, das war vom Kapitol oder so. Donald? Donald wurde ausgebuht und vote him out,
Vote him out, übelst laut. Und das lief das auch auf Fox News, ja, ja. Sein Propagandasender Nummer 2 nach One America Network. Und die sagen so, also es gibt so einen Bericht, du hörst halt den Sound, vote him out, und dann wird es so leiser und die Sprecherin kommt wieder, ja, es sind so vereinzelte Rufe im Hintergrund, sie sagt auch gar nicht, welche Rufe, und hier paid der President seinen Respekt zur bla bla bla, und dann geht der halt übelst schnell, also er stand auch nicht lange da, war vielleicht nicht Egozentriker, Autisten, was sind wir auch? Selbstverliebte Menschen halt. Ja. Autisten, genau. Aber war er denn auch dann dementsprechend noch angepisst oder hat er das ignoriert? Hat sich nichts anmerken lassen und später in einem Interview gesagt, er hat nichts gehört. Und es war halt super laut. Das macht's noch schlimmer eigentlich, ja. Der alte Mann. Stimmt. Dieser alte Mensch. Alter Mensch. Achso, bist doch ja, bei dann hat bei er noch Trump. Gesagt, dass er Peaceful Transition of Power nicht annimmt, so. Das war noch dass er sich aus dem Weißen Haus quasi rausschleifen lässt. So ungefähr, ja. Also ja. Wenn er gewinnt, ist es quasi fake. Wenn er verliert, ist es fake. Hm. So. Und dann werden wir sehen, die Ballots, ja, die Eingesendeten sagen, das ist alles scheiße. Er müsste halt Hochhaus verlieren, damit er halt nichts machen kann. Weil er dann könnte würde er ja vielleicht wieder sagen, dass es irgendwie, dass es halt gestaged ist. Nee, weil es so unrealistisch ist, es ist so unrealistisch, ich habe so viel Support. Nee, aber wenn es knapp ist, da kann er ja Neuwahlen beantragen oder eine neue Auszählung beantragen. Mhm. Da könnte er noch viel länger im Amt bleiben, als er eigentlich dürfte. Ja. Wenn es eindeutig ist, kann er halt das nicht argumentieren. Wenn er 1-5 Milliarden Stimmen verliert. Also meine große Hoffnung ist, ich glaube mittlerweile, ich bin eigentlich fast fest davon überzeugt, dass irgendeine Art Coup-Putsch oder was auch immer, irgendwas passiert, dass er da weiter im Amt bleibt oder dass er halt wirklich einfach nicht rausgeht. Und dann hoffe ich, weil das ist wirklich die letzte Instanz, so dass wirklich. Aber das ist halt auch wieder für Russland irgendwie gut, wenn Amerika bricht halt dann auseinander, wenn die da wirklich auf die Straße gehen, Bürgerkrieg anfangen. Das ist eigentlich nicht geil, aber ich will halt nicht, dass die das hinnehmen, so, wenn das passiert. Naja, du wolltest noch irgendwas sagen. Alter Mann, ja. Ja, kenn ich. Ist aber auch nur eine kurze Meldung. Der Papst hat wieder seine Meinung geändert und findet jetzt Homosexuelle doch ganz toll und sagt, dass das Gottes Kinder sind. Ja. Es ist so ein Running Gag in der queeren Community, dass der Papst mal ja, mal nein sagt, was man im Wrestling Face und Heel Turn nennt, wenn die Rolle ständig wechselt. Wenn er immer mal der Gute ist, der Böse ist. Ich kann dir auch ganz genau sagen, woran das liegt. Erzähl. Das liegt immer daran, wie lange sein letzter Blowjob von einem Mann her ist. Ah. Ja, wenn das so eine Weile weg ist, dann wird er wieder wütend. Aber wenn er dann sich wieder so eine Eskorte rangeholt hat, wie damals diese 16, 17, glaube ich, dieser große Skandal im Vatikan, wenn da die Eskorte wieder einmal querbeet gegangen ist, dann ist wieder cool. Da kann ich den Song Dicks Sacken empfehlen von Trailer Park. Ich kann generell Dicks Sacken sehr empfehlen. Ist das so? Ja. Noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Ja, der Papst, der Gute. Ich habe noch eins, und zwar, ich brauche eine Überleitung, warte mal. Alte Leute, kriminell. In München gab es eine Drogenrazzia und ganz viele Polizisten sind überraschenderweise mit involviert gewesen, die sich jetzt gegenseitig natürlich schützen und unterstützen und sagen, wir wissen vor nichts, obwohl die Beweislage recht klar ist, dass Polizisten, sogar recht viele, daran beteiligt waren und Drogen irgendwie versteckt haben und gedealt haben. Na, oppala. Das nur mal noch als kurze Polizeimeldung, was da gerade so abgeht. Das ist ein Einzelfall, so nur mal eine Million. Ja, das sind wieder so eigentlich große Sachen, die keinen juckt. Gab es auch noch andere Sachen. Hier, diese Woche kam raus, dass die größten Banken der Welt ultra hart irgendwelche Mobster und so, halt irgendwelche harten illegalen Geschäfte über sich haben toleriert und laufen lassen, ist was geleakt worden. Das ist wie Panama Papers. Das ist halt eigentlich so ein Riesending, aber das ist irgendwie vielleicht so hart greifbar für den Otto-Normal-Trottel. Oder nicht Trottel, ich will nicht mal Trottel sagen. Selbst für mich ist das halt nicht greifbar. Also selbst für mich! Selbst für mich. Und das muss was heißen. So, dass es einfach irgendwie direkt wieder rausgespült ist, weißt du? Wenn Trump sagt, grab her by the pussy, rafft es jeder so. Aber wenn es da um so Milliardenbeträge von irgendwelchen Banken, die Deutsche Bank übrigens auch dabei, ne? Also das ist irgendwie nicht greifbar. Aber krasser Leak diese Woche wieder. Ganz, ganz toll.
Und noch so kleine Pups-Nachrichten, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Die Gerne, gerne. Polizei war bei Adlersson. Fun Fact da an dieser Stelle. Ja, habe ich mal gehört. Wer war halt diese Woche? So ein Rechtsradikaler oder? Oh, naja, das ist vielleicht ein bisschen sehr hart. Das ist Klingt ein halt bisschen so. so eine Assi-Connection in Dresden. So, Ein also Faschist, also. ich würde sagen, dass die vielleicht schon am rechten Spektrum ein bisschen liebäugeln, aber Ach so, das weiß ich. also Ich kenne ihn ja nicht. rechtsradikaler Er als. klingt nur so Adlershorn, weißt du, so der Ach Sohn so. des Adlers, so Ja, der Reichsadler, ja. Ganz, ganz der hat geil. übrigens witzigerweise vorhin MCM geradet auf Twitch. Oh. Mit 500 Leuten ist er da reingeradet. Ein Die sind sehr, sehr Assi-rated schnell alle wieder weg. MCM. Ja. Das ist ja meilenweit entfernt. Wie kommt das denn zueinander? Nee, Aber ich muss mich schützen vor MCM werfen. Was du im Stream erzählt hast, hat mich echt angepisst, Ja, ne? dass dieser, wie heißt da, Kummer, der Carsten. Kummer-Carsten, MCMs Vater beleidigt Na, nicht so. nur beleidigt, sondern also richtig, richtig Kindergarten, aber bestialisch so. Hahaha, mein Vater lebt noch mäßig so. Also, Es das ist ist doch halt billig und es ist dumm. unterstes Ja. Untere so. Ich glaube, der. Sch Alter, das Update müssen wir auf jeden Fall noch reinfeuern. Der neue Story-Twist in der Causa Kummer Carsten, nachdem er ja jetzt irgendwie seit 2 Monaten angezeigt wurde wegen sexueller Nötigung, irgendwas in die Richtung mit 14-Jährigen, hat er sich jetzt entschieden. Haha, Uno Reverse Card. Ich zeig die 14-Jährigen an. Ja. Die haben mich sexuell genötigt. Absolut. Und das hat er nicht vor 2 Monaten gemacht, als es passiert ist. Das hat er jetzt gemacht, als er mitgekriegt hat, dass es wirklich legit ist, dass da eine Anzeige kommt. Ich habe mal eine Bachelorarbeit gelesen über Pädosexualität. Nun mal, das ist fern Gut. von dem Thema, aber Man muss Pädosexuelle. auch dazu sagen, Pedo ist nicht 14. Das ist dann Ich sag irgendwie. nur, ich will Ja. gerade so einen Rat schlagen, dass ein sehr häufiges Argument von Pädosex oder pädophilen Leuten ist, die straffällig geworden sind. Das Kind hat mich verführt. Will ich mal so in den Raum werfen, dass dieses Argument jetzt nicht das Klügste ist und das wissen die Richter auch. Aber es kann auch vielleicht sein, dass Kummerkasten nicht der Klügste ist. Ich habe da so einen ganz leisen Verdacht, dass das der Fall sein könnte. Meinst du? Ist ja kein Ich bin noch Superbrain. nicht überzeugt, aber ich beobachte es mal. Aber du hast recht, es ist ein Unterschied zwischen Pädophilie und, wie heißt denn das andere, was Charlie Chaplin wohl auch gewesen ist, irgendwie auf. Ephibilophil oder irgendwie Also auf sowas. 16-, 15-Jährige stehen. Ja. Das ist Ja, ein Tino Unterschied. nickt. Da kann man noch mitgehen. Da geht man mit. Solange die Schnauze halten, ist es vielleicht doch ganz Und okay. einen nicht anzeigen. Ja. Und was war es noch? Ach so, Hakenkreuz in Nanoleafs. Das war auch noch so eine krasse. Da habe ich auch tatsächlich beim Herrn Newstime gesehen. Herr Was Newstime ist war diese Woche. Nanoleafs? Das sind halt diese komischen Lichteffekt-Bilder-Dinger, die viele Streamer im Hintergrund haben. Ach so, ja. Und das war halt einfach so und so durch das Plastik so ein bisschen Aber zufällig. versetzt. Ja, also es war halt aus Versehen. Und deswegen wurde eine Streamerin für einen Tag so oder einen halben Tag ge gesperrt. Das ist doch Weil das, dumm. es ist natürlich dumm, aber es war witzig. So. Ein bisschen schon, ja. Ja. Und Herr Newstime ist gerade voll Oh, aktuell. Alter, nee, nicht aktuell. Aktuell ist er nicht, aber der hat diese Woche mal wieder richtig rausgefeuert. Du, Wow. boah. Der hat richtig. Boah, allen Output hat er gehabt. Hammer. Noch meine große Empfehlung. Du kennst doch Jan Jester mit Birgit, willst du mich? Der hat jetzt seine Er hat die Trilogie, Trilogie jetzt ne? quasi beendet. Wenn es eine Trilogie bleibt, wissen wir ja nicht. Quadrologie incoming, Oder maybe? eine Doktorologie. Do Doktor, Doktorarbeit? Doktorologologie. Die heißt Ich bin der Ballermann. Und der Song ist ein Ohrwurm tatsächlich. Es knüpft an Birgit an tatsächlich, aber ist Okay. so eine Art Ich würde Vorgeschichte. auch gerne mal bei Birgit anknüpfen. Ehrlich? Ja, die ist ja auch ganz süß in dem Ja. Video, ne? Ja. Ja. Damals wieder von hier. Ja. Ich Okay. bin zu müde, um Begriffe zu finden gerade. Wir sollten abends keinen Podcast aufnehmen. Es ist meine Schuld, weil ich Ja. beschäftigt bin, aber. Oh, ich bin so beschäftigt. Ich bin nicht wie dieser komische Herold. Ich bin hier im Tatort und Bin ich so. gerade nicht, die Ich buchen muss mich nicht nicht. von irgendwelchen Papyrusrollen vorlesen. Ich hab einen Teleprompter. Oh, ein Teleprompter, das hasse ich ja auch. Hab ich einmal gemacht. Übelst ätzend. Ja, wird wahrscheinlich im Film eher nicht gemacht, wa? Nee. Sondern eher halt Moderation. Egal. Was geben wir denn dieser wilden Woche? Eine 2 vielleicht, oder? Also es, wirklich, ich bin sehr enttäuscht von der Woche. Ja, also ich würde bei einer 3 sein, so, weil YouTube-skandalmäßig war schon ein bisschen was los. Na gut, 3, aber gerade so. Also Also höher gehe ich echt Montana nicht. Black konnte es gerade so ein bisschen retten. Ja. Und dieses Cancel-Ding, ja. Ja, ich finde es aber eher enttäuschend. Es ist nichts übelst Krasses passiert. Klar, so also jetzt dieser
Anschlag in Frankreich, aber es ist ja noch nichts bekannt. Warum? Na, also der ein Anschlag, ja, das ist ja noch nicht mal klar. Das hast du ja auf dem Herweg gehört, also das können wir ja fast nicht mit bewerten. Eigentlich noch nicht. Vielleicht ist da auch jemand in ein Messer gestolpert. Ja, das wissen muss wir noch ja erstmal ausgefädelt werden. Wissen wir noch nicht. Ja. Kochunfall oder terroristischer Anschlag werden wir nächste Woche zur 86. Ausgabe wissen. Ich würde sagen, zur 88. Ausgabe laden wir uns dann mal Adlershorn ein. Adlershorn, genau. Mhm. Okay. Dann werde ich nicht hier sein. Okay, diese komische Musik im Hintergrund, die ist aber unangenehm laut. Die ist wieder. Aber unangenehm. Aber. Dancing Queen. Und so weiter. Is your tambourine. Als ich gerafft habe, dass Madonna das nur geklaut hat bei Hang Up. Ja, time goes by. Ich wusste das damals schon. Ich wusste es nicht, aber... Als ABBA-Fan. ABBA, ihr Regenbogen-Leute, ihr hört doch immer nur ABBA. Ja, die ganzen... Genau wie diese scheiß Franzosen. Ist so. Okay, Leute, war richtig schön mit euch. Zeit ins Maul, verpisst euch. Bis nächste Woche.